Ciao, cari amici sportivi und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie zu NHL 19, meine Saison mit dem Bozener Füchsen in der Ebelliga. Ja, ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich habe es ein schönes Wochenende gehabt und ich habe es Ihnen erholt. Ich habe es nicht allzu stressig gehabt. Ja, wir haben heute Montag, ich tue jetzt wieder die zwei Spiele vorproduzieren fürs Wochenende. Und wir sehen, wir sind mit den Bozener Füchsen auf Platz 2. Unseren Top-Torger ist, wir machen nochmal die Listen her, dann seht ihr mal die anderen verbliebenen Plätze. Matti Kuparinen. Spricht man das so richtig aus? Ich hoffe schon, sonst tut es mir leid. Ist auf Platz Nummer 1, ist unser Top-Torger. Schauen wir mal, wie es noch die Wiener Capitals ausschaut, ob man einen anderen haben oder ob der gleich geblieben ist. Wir spielen zu Hause. Wir spielen zu Hause im Bozen. Hoffen wir natürlich wieder auf einen Sieg. Ich habe nämlich überhaupt nichts mitgekriegt, wie wir jetzt am Wochenende Bozen gespielt haben. Ich muss erst einmal in die App reinschauen. Ich muss erst mal in die App reinschauen, wie es ausschaut. Natürlich hoffe ich, dass meine Bozener Jungs Hunger haben. Leads that charge into the zone. Trying to fight his way to the front. Juhu! Hoppala! Mein Akku ist fast dran. Lustig. Und steckt schon, aber das Kabel ist unten mit dem Ladegerät. Ey, ich bin der erste Recht. Always better to play from in front than to chase the game. There's the game's first goal. Beim Blocken hat er uns ihn eingesetzt. Ja, ich stecke in der Vorbereitung für ein neues Eishockey-Projekt. Ja, kann die meisten sagen. Schon wieder ein Eishockey-Projekt, schon wieder ein Zuckerprojekt. Ja, mir macht einfach das NHL, überhaupt generell die NHL-Projekte, mir macht das mega Spaß. Egal, ob ich jetzt da mit den Bozener Füchse spiele oder ob ich mit den Münchner die Saison spiele. Oder das Pro-EM-Spiel. Es macht mir einfach mega Spaß. Ich werde so einen Franchise-Mode versuchen. Weil ich weiß ja nicht, wer vorhin den Bloody LP kennt. Er hat nämlich auch ein richtig geiles Franchise-Mode. Wo er so anscheinend die ganzen Abonnenten drin hat. Und ja, und ich habe halt schon ein paar Spieler zusammengebaut von meinem Bruder, die was ich da gerne in meiner Mannschaft auch drin sein wollen, aber selber halt mit NHL auf Dauer zocken wollen. Vielleicht mache ich da so draus das Franchise-Projekt. Ich bin jetzt da nur beim Austesten, wie ich das mache, wie ich die Leute in die Mannschaft bringe, in den Franchise-Mode. Looks ahead to start something. Got a chance. Save there. Man braucht halt nicht gerade noch ein Tor aus Polstall, damit wir wenigstens ein bisschen sicher sind. Ja, schreibt es nur mal in die Kommentare rein, was von dem Projekt heißt. Weil ich bin aber im Überlegen, ob Freitag die neuen Assassinen-Let's Plays würde mir auch gefallen, das Projekt. Ich liebe die Assassinen-Reihe. Puck loose, couldn't get through.
got that pass in his own end. Kane's that offensive line. Good place to shoot from, and he does. Shoots, just missed the net with that one. He was hoping for a little bit more with that chance, but his shot is just off the target. Hammers one, turned away with a stick. Picks it up in his own end. Ja, wenn jetzt einer über dauerhaft die Ebel, die reguläre Ebel-Saison schaut, und bei mir auch über die so, meine Voraussagen, Spiele oder keine Ahnung, wie man das bei mir so nennen darf, spielt, hat er aber direkt reingeschrieben, so die ersten drei Plätze über, unter jedem Video, als Kommentar. Kann man mich auf dem Laufenden halten. Wäre cool. Ja, und ja genau, nur mehr wegen meinem Franchise-Projekt, also einen Abonnenten, da werde ich halt auch einen Spieler machen, an Raphael, sei mir gegrüßt an der Stelle, der wird seinen eigenen Spieler kriegen. Also falls, dass du das in dem Video hörst, Raphael, überleg dir schon mal eine Rückennummer und falls, dass du eine Wunschfarbe für dein Visier haben möchtest. Und für den Schläger, bitte schreibt es in die Kommentare. Just a little over 4 minutes still to play in this period. Scrappy game. Both of these teams have connected once. Das ist sowas wie Basketball, das ist sowas wie 0-0. Carries it on in from center. Schon noch mehr. Brings a shot. And Buck hit him on the way to the net. Und vor lauter Quatschen und vor lauter Überlegen, was ich hier eigentlich so verzögern wollte. Tries to get it on net. Got a piece of that one. A shot. Ja! Zum Pfosten und eine. Es merkt schon, es ist da ein bisschen bei mir ein anderes Projekt. Aufbau aus wie jetzt bei den Red Bulls. Es liegt jetzt nicht an denen, dass ich mich für die Ebel nicht interessiere, sondern weil ich mich halt einfach. Oh, unser Topstalker hat das Tor geschossen. Sondern weil ich mich einfach in der Ebel zu wenig auskenne. Und da war es halt cool, wenn einer, der was. Die Saison bei mir verfolgt jetzt hat, die Let's Play-Saison. Mich da ein bisschen auf dem Laufenden halten kann, ein paar so Informationen reinschreiben kann. Wäre richtig cool. Weil ich bin Sportsfan, deswegen habe ich auch der Kanalname und den Zusatz dann gekriegt. Es ist mir dann auch im Prinzip, es ist egal, welchen Verein das man feuert, solange dass man an seinen Verein glaubt und hinter seinem Verein steht, ist alles cool. Und dann kriegt jeder von mir, hat jeder von mir seinen Respekt. Weil nur wer in schlechten Zeiten hinter seiner Mannschaft steht, der steht auch hundertprozentig in die guten Zeiten hinter seiner Mannschaft. Das ist meine Einstellung. Und bei mir ist halt so, mir ist erklärt worden, Respekt kommt von respektieren. Und egal welchen Verein das ist, du feuert in der Ebel, in der NHL, in der AHL, in der DEL. Es ist cool, solange das ist auch in die schlechten Zeiten hinter ihrer Mannschaft steht. Finde ich voll cool. Und sollte wer von euch einmal in München sein und mit mir quatschen wollen beim Heimspiel, ich stehe immer in der Notkurve, in der letzten Reihe, direkt unter dem Red Bull Logo. Das könnt ihr mir dann gern über Instagram oder über Facebook schreiben, wenn ihr mit mir quatschen wollt. Ich weiß, die DEL-Sachen kennt nicht in der Ebel-Saison. Aber ich sag's trotzdem dazu, weil. Ich hab auch schon mal mit ein paar Salzburger Fans in München geredet. Und ich habe auch schon mal mit ein paar Innsbrucker Fans in München geredet. Also es ist
nicht so, dass nicht nur hier aus Tirol, dass ich meinen Freundeskreis in München habe, zu den Spielen der Republik gehe. By getting traffic and by keeping the puck in the offensive zone. If you chase it up and down the ice all the time, nothing gets accomplished. Fires! Perfect tip by the stick. Vienna's leaving the defensive zone. Ich muss mal schauen, dass wir ein bisschen Priesthalt zahlen können. Also was, ich hab's zuerst da schon gesagt. Hoppala. Got that pass near the blue line and now looks ahead. Perfect, Brister. Great glove save. Na. Can he clear? HP, was machst du? Wo ist dein Puck? And he looks ahead from the right wing. Carries it to the corner. That one is pointed to him. Right out front. Jawohl, die Nummer 40, oder? Jawohl, die Nummer 40, schießt der Tor. Schon belief Bozen. Jawohl, das ist ein richtig cooler Fan. Du hast von mir einen Respekt. Du stehst hinter der Mannschaft. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht steht da irgendwo belief Vienna. Das war dann nämlich auch cool. Das war cool gewesen, dass du den, ja, schon ein paar Einstellungen gemacht beim Franchise-Mode, dass die Schilder bearbeiten kann. Das war natürlich cool. That's a face-off win. Short-handed by number 40. Assisted by number 40. Drives it. Good chance here, but a terrific pad save. Time of the goal, 2 minutes, 29 seconds. Crosses that line. Still time on this power play, but not much. And he steps across the line. Good place to shoot from. Piece of it, rebound. Couldn't get his way through. Vienna's power play could have made a big difference, but did not. Well, the penalty killers did a terrific job there. Outworked the power play. They were in better position than the power play was, and there was no lanes for anybody to move the puck. Goalies have to make a half a dozen great stops in a win. This is one on a beautiful move, but there is nowhere for the puck to go. Nice face-off work. Weil habe ich das in einem vorigen Video schon gesagt, weil ich habe so viel vorausproduziert, dass ich nicht mehr weiß, was ich in welchem Video verzählt habe oder gesagt habe. Aber ich habe mir jetzt halt von den Bozener Füchsen zum Beispiel schon mal eine Schüttelkappe und einen Puck stehen lassen. Also, falls das wäre. Also ich werde schauen, dass ich auch vor die anderen eben liegen sowas zusammenkriege, weil ich möchte gerne so ein bisschen eine Sammlung haben. So vielleicht haben wir ein Trikot oder was. Sometimes you rush the shot and end up missing the net. Need to slow things down next time. Shoots one. That shot's blocked. Vor die Vereine. Also war schon cool. Also, driving toward that net. Terrific challenge. Jetzt zum Beispiel jetzt hat. Wir sind von den Wiener Capitals Fans zuschaut. Was war so deine Empfehlung an mich, welcher Trikot, das ich kaufen sollte? Soll ich mal eher ein Heimtrikot kaufen oder ein Auswärtstrikot? Und wenn? Von wem? Das würde mich interessieren. Welche Empfehlung gibt man jetzt so Wiener Capital-Fans, welcher Trikot, das ich am besten bestimmt hat? Nice tip of the pass. Turn the shot on net. Loud pad save. Also bei München habe ich jetzt jahrelang die Nummer 13 gehabt von Michi Wolf, unserem Teamkapitän zum Beispiel. Dieses Jahr habe ich die Nummer 33 von, ich weiß nicht, ob er in Österreich auch bekannt ist, der Danny aus dem Bild. Unseren Goalie. Gives it to the point. Looks to make a play.
Good save there. The Capitals have left the defensive zone. Routine save. Good try there. Got it in his own end. The UPC Vienna Capitals are driving it from the wing. Nice play with the stick. Nothing more will come. And they are in. Shoots. Das war ja etwas vor dem. Das war jetzt mal ein Move vom Wiener Goalie. Fires a shot. Stick to side. Got his pad on that one. Der hat mir gefallen. Das war eine respektable Rolle. Slides it to the point. Takes that pass up the boards and stays. Players tired, about to get a rest. Seconds to play here, still in the second period. Looking for a better lane. Scooped up. Faces up to the point. And he's tripped, and there'll be a penalty. Walks the line. Blocked. Whistle is blown. Penalty call. Einstellen. Die Bicke. Die Nummer 26. Was hast du schon wieder gemacht? Das ist Mitchell. Oh, this is clearly a tripping call. He made no attempt to play the puck and took the legs out from the attacking player. Ah, Mitchell. Ich mir auf Mitchell. Ich bin jetzt ganz woanders gewesen. Entschuldigung. Ich bin jetzt ganz woanders gewesen. Two periods have been played. And so, as we think back through the first two, we think ahead toward the third. Auf geht's ins dritte Drittel. Wir müssen jetzt schauen, dass wir ein paar Tore schießen, damit dass man ein besseres Torverhältnis kriegt. Wenigstens. Wieder auf Platz rauskommen. Oder in die Nahen vom Platz rauskommen. Das war schon mal. Das war so mein Ziel. Natürlich Playoff-Finale und virtuell zweite Mal Ebelmeister werden. Terrific defensive work. Muscled long to Campbell. A backhand shot. Wonderful stop. Got it at the point. Just inside the line. Down the half wall. Lifts one. Great save at the edge of the crease. You gotta think that's a game-changing save there. Takes that pass from the other point man. Hammered. Takes it up near the boards. Good, solid defensive play with the stick. A strong pass to the right. A shot. That shot came from right in front. Gains the zone. Brings a shot. Jawohl! Die Nummer 22 macht das Tor. Das vierte Tor für den HCB aus Bozen. Jetzt hätte ich schon fast gesagt. Für die Repulse aus München. Jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt. Huhu. He looked like he was sniffing around for a break. Maybe he could get one short-handed. He gets a chance and he capitalizes. Zum Torverhältnis müssen wir bis Laufe dran. Dass wir wieder auf ersten Platz kommen. Dass wir wieder auf dem ersten Platz kommen. And the face-off's won. That one's right on his stick from the right side. And possession has changed. Brilliant move on that pass. What a terrific opportunity. Oh, a close call there. There's not really much place to go with the shot. He's trying to be perfect. He misses, and the it's all on his shoulders. What a save made all alone. Die Almdudler gegen die Faustbier.
win on the draw. So. Cut through the neutral zone. Steps across that line. Takes it to the corner. He's got that pass in the corner. Looking from the corner. And he steps in. Oh, broke it up. The Capitals have it at center ice. Read that play at his own end. Went to the backhand. Oh, what a glove he's got there. A little over 6 minutes have gone eigentlich coole Ausgangszyklus von den Wiener Capitals. Von Ding her, also schwarze Hosen, schwarze Schlittschuhe und so, das Muster unten ist das schwarze. Das taugt mir. Also das hat etwas. Also, ja, Gelb ist jetzt nicht so meine Farbe. Also. And decides to just hold on and get a stop. Nein, wir fangen auch gerade mal rein. Nicht mehr im letzten Drittel. The goalie's been the one key reason that his team's been able to hold on to this lead. He's faced a high percentage of top quality shots. He stopped virtually everything. Jawohl, das fünfte Tor ist gefallen. Jetzt ist Bozen wieder auf Kurs. Aber hat nicht einmal. Sind nicht die Wiener Capitals vor 2 Jahren eben Meister geworden? Oder drei Spiele ist? Ich weiß, dass Bozen in die Playoffs gegen Wiener Capitals gewesen sind. Aber da haben die Capitals, glaube ich, gegen Bozen gewonnen. Und sind dann ins Finale gekommen. Und da ist das. Aber wenn das wer weiß, vorhin, schreibt es in die Kommentare. Ihr seht schon, ich frage jetzt viel, wer nur fragen, sondern ich frage verteilt. Ah, lässiger Helden. Neutralized face-off win. He gains the zone. In deep trying to score. Also, save in close. Ja, Beziehung stoppt bei Bozen. Goalie to the bench on the delayed call. Extra man is out. Up to the point. Play is stopped. Oh, Beinstellen. Ich glaube, ich werde es nie schaffen, dass ich keine Strafminuten zusammenkriege. He's got great stick positioning. Stick is on the ice, but unfortunately takes the skates out from under him. Vienna's power play gets another chance to operate. Let's see how they do. This power play can't worry about the shorthanded goal they gave up earlier. Well, their power play hasn't come through for them yet. Here's another opportunity. See if they can take advantage of it. 24 seconds. Shoots. Outstanding point blank save. So, 8 Minuten noch. The Capitals just couldn't get it going here tonight. Really what they needed was mindestens a field goal somewhere along the way. They got blown out right from the very beginning. A good stick stop. Moves up the side with it now. Auf dem Putt steht es nur so Putzen um. Aber auf dem Puck steht da auch Putzen um. This isn't gonna matter to the outcome at all, guys, but it's gonna matter to him. Nobody likes to see him go away. Bozen! Bozen! He'll take shots like that all night. Keep feeding him those muffins. He's gonna stop every one of them. Just a tad under 8 minutes left to go in the third. Momentum has shifted in this game. Another goal, and the advantage is 4. The stick can break up a play, and it just did. In with it now.
A shot. Great save. Just couldn't make it. Kannte der eigentlich im Kampf gesungen? Auch Stimme für Putzen, aber ich müsste dort das Kopfgesänge right Musik kennen. Ja, Tor für Nummer 22. Ich müsste dann das Umdichten von München auf Putzen, aber das traue ich mir nicht, weil ich möchte nicht dann das nächste Mal am Mittwoch geschlagen werden, wenn ich auch komme auf Putzen. Weil ich da was Falsches singe und weil ich da. Shorthanded goals are like a strike of lightning. You just don't expect them. When they come, they can be devastating. Das war so ein lucky Tor zwischendurch gespielt. Wie gesagt, mindestens ein Tor muss ich noch schießen. Ich hab's ja gesagt. And they've won the neutral zone face-off. You win that, and you don't have to chase. They chase you. Steps between the circles. Da, verdammt. Vienna's power play did not do it for them. Sometimes the power play's out of sync from the second they drop the puck. That was one of them. They didn't move it well. They didn't skate with any speed into the zone. They didn't get set up. That thing was a write-off. He's back behind. What'll he do next? Shoots. What a reaction save. The shooter thought he had some space, but the goalie flashes the 11. What a great glove save. Brings it in for an attack. Shot on. The shot is off. Coach is always told to hit the net. He was trying to be way too fine with that shot, and unfortunately for him, skates away empty-handed. Can he beat him here? That puck came back to neutral ice, and so things will have to regroup. And they've got it again. Breakout pass into empty ice. Fires! Turned away with a stick. Thank you. Chooses the corner. Punched away. 1 minute left. The Capitals. Hat das Ding wegen mal, das Ding wegen mal. We are in the last minute of regulation time. Carried through center ice. Goes to the backhand. May not have been intentional, but he got it anyway. Skates it into the zone. The Capitals continue on in their own end. Fires! Oh, terrific save on a great chance. That was a tougher stop than a look. 15 seconds to go. Picked up by the defense. Lasst es nicht mehr durch zum Tor, lasst es nicht mehr durch zum Tor. Wir messen unsere Tor. Dingsbums. Sag gleich. Statistik. Ah gut, ja, wie gesagt. Das Torverhältnis. Aufrecht gehalten. Bozen winkt mit 5:1 zu Hause. Wie nennt man das dann? In München am Oberwiesenfeld. Das ist dann in München dann der Fuchsbau. Also wenn das wer weiß, eine in die Kommentare bitte. Das ist das, was ich meine. Ich finde das Gittermuster finde ich geil bei die Trikots. Das ist richtig geil gemacht. Vielleicht ein Ticken breiter her, der Charakter. Aber an die Arme aussieht, ist auch geil. Ich finde solche Muster irgendwie geil. Mal schauen, vielleicht kann ich es bei meinem Team nicht mehr ändern. Das war cool. Ja, dann schauen wir uns mal die Statistiken an. 26 zu 25 Schüsse. 11 zu 11 Bullis gewonnen, das passt. Strafminuten hat wiegen gar nichts mehr am 6. Das ist ja jetzt zu erwarten gewesen. Und halt dann die drei Stars. Mit jeweils 1 bis 2 Assists, passt ja gut. Da haben wir da die Statistik, der HCB hat 2 Tore, Wiener Capital 1 und dann ist hier gerade mal nur gegangen. Bozen 1, Bozen 3, Endstand 6:1.
und die zwei, ah, man, die zwei besten Spieler müssen das dann sein. Teamstatistik, Trainerfeedback, passt auch gut. Dann mal abschließen. Jawohl. Dann haben wir bis Sonntag vorsimulieren und dann wissen wir, wie wir in der Tabelle stehen. Dann können wir frisch, fromm, fröhlich, frei dann ins nächste Spiel starten, da die Saison. Na, sind wir alle nur hinter 14 zu 21, also 21 Punkte haben wir. Ja gut, Popstager ist gleich blühen bei uns. Das nächste Mal spielen wir gegen ein MZA. Eiswelle, was? Ballon. Ballon. Dia. Okay. Das müsste dann das Sonntagsspiel sein, ja, passt. Na gut, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Projekt. Also ich habe jede Menge Spaß an meine ganzen Eishockey-Projekte. Das sind Kimbima, wie gesagt, der Franchise-Mode. Versuche zu machen mit dem Hauptteam und mit dem Nebenteam. Schreibt es mir rein, was davon hält, ob es dann beide Teams spielen sehen wollt. Weil da habt ihr dann richtig, da werde ich mit Entscheidungen mit einbinden, wenn es ist. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, dass ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen wünsche. Je nachdem, wann das ist, mein Video seht. Vergesst meinen Leitsatz nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut. Vor und nach dem Spiel sind wir doch alles ganz normale Sportsfreunde und können über Gott und die Welt reden. In diesem Sinne, bleibt mal gewogen. Euer HB. Servus.